Hallo meine Lieben, aus aktuellem Anlass gibt es hier ein kleines Video zum Inneren der Cheops-Pyramide, der größten der ägyptischen Pyramiden und eins der antiken sieben Weltwunder. Richtet sich an Geschichte Klasse 5, Themeneinheit das alte Ägypten. So, leider muss ich euch erstmal einen Zahn ziehen, denn leider falsch sind die Vorstellungen, die wir von diesem jungen Mann haben, Indiana Jones. Oder auch dieser hier, Lara Croft, gerade beim Schwingen Richtung einer, ja, einer Schatztruhe. Ich will gegen die gar nicht sagen, im Gegenteil, die sind super. Lara Croft, die aktuelle Lara Croft, finde ich eine tolle Figur für Computerspiele. Indiana Jones ist einer der Gründe, warum ich überhaupt Geschichte studiert habe. Ich will die gar nicht in Abrede stellen, aber wir haben damit ein Geschichtsbild bezüglich antiker Städten, das so nicht richtig ist. Und darum kommen wir zur nächsten Folie, da muss ich euch leider erstmal was zu sagen, denn das Innere der Pyramide enthält keine tödlichen Fallen, null, keinerlei Skelette irgendwelcher früherer Schatzsucher oder sonstiger Leute und keine Schätze, sondern es ist einfach nur ein altes Gebäude, eine alte Grabkammer. Wichtig ist, ich werde es euch gleich erklären, wie sie aufgebaut ist, alle Bezeichnungen sind von uns heute, also von den Archäologen ab dem 19. Jahrhundert praktisch da eingearbeitet worden. Nicht von den alten Ägyptern selber, die das Ding gebaut haben. So, nur damit man findet sich dann trotzdem zurecht, aber ihr müsst euch immer vor Augen halten, wenn dann etwas Königinnenkammer heißt, dann sind da keine Königinnen drin gefunden worden, sondern die sind einfach so benannt worden, weil man sich das so erklärt hat oder es irgendeinen blumigen Namen ihm geben wollte. So, schauen wir mal an. Es geht konkret um dieses hier. Man sieht es so ein bisschen ganz grob. Das ist ein Querschnitt durch die Pyramide. Die Pyramide ist so angedeutet, Maße machen wir jetzt hier nicht, sondern wir schauen uns die einzelnen Räume an. Wir haben da also erstmal, ich mache mal die Maus wieder sichtbar, hier unten den absteigenden Gang. Das hier ist, wo die Maus sich jetzt bewegt, ist der ursprüngliche Eingang. Hier ist der Ergänzungsgang eingebaut worden, das ist nicht ursprünglich gewesen. Hier geht also ein Gang runter und der führt hier unten in die unterirdische Sargkammer. Ohne Sarg, die heißt einfach so. Ne? Hier oben ist der aufsteigende Gang. Der geht hier hoch und führt in einen sehr imposanten Teil dieser Pyramide. Einmal hier unten in die Königinnenkammer. Die liegt so ein bisschen abseits von dem anderen, wozu wir hier oben kommen werden. Mit einem geraden Abstieg ist das hier. Und hier oben die große Galerie, durch die man dann hier hochgeht in die eigentliche Kammer hier oben. Da haben wir einmal die eigentliche Grabkammer mit dem gemeißelten Sarkophag. Leer, wie gesagt. Und hier oben ein technisches Wunderwerk. Die Entlastungskammern, diese Blöcke, die man hier so ein bisschen angedeutet sieht, die wiegen etwa 40 Tonnen, also so viel wie 40 Autos, und dienen dazu, den Druck der Pyramide, diesen großen, großen Druck der ganzen Steine abzuleiten, damit das ganze Ding nicht in sich zusammenfällt. Ist ingenieurstechnisch ein Meisterwerk, also muss man wirklich sagen. So, dann haben wir hier noch diese kleinen Kammern-Dingern, also so eine Art Gänge, die so nach oben führen, die dann aber auch enden. Wir haben vor kurzer Zeit wurde mal einer aufgebohrt, man sah, dass da auch nichts Spektakuläres hinter war. Man nennt die Lüftungsschächte, sind sie aber nicht. Also sie führen nicht nach draußen, es kommt keine Luft rein, wozu auch diejenigen, die hier mal eigentlich rein sollten, sind tot, die brauchen keine Luft mehr. Von daher kann man, gibt es verschiedene Erklärungsmethoden, was das ist, ob das allgemein Sicherheits-Doch-Lüftungsgänge waren für die Arbeiter drin oder sowas wie religiöse, dass die Seele quasi rein und raus kann, also praktisch religiöse, ja, Einbauten und so, man weiß es schlicht nicht. Dann gibt es noch eine ganz kleine Besonderheit, hier unten gibt es einen sogenannten Fluchtgang, der wird so genannt, der ist gebaut worden, man nimmt an, dass die Arbeiter als Sicherheitssystem für den Fall, dass hier dann zugemacht wurde, denn logischerweise wurde es ja zugemacht, dass dann die hier noch irgendwas machen mussten, quasi hier so rum rausgehen konnten und dann nochmal zugemacht wurde, damit man keine Leute verliert, keine Facharbeiter, die man hier im Inneren noch hat, irgendwelche letzten Arbeiten machen lassen. So, und mehr ist es nicht. Mehr gibt es in dieser Pyramide nicht. Also keine Speerwerfer oder Lavagruben oder was auch immer. Das ist trotzdem imposant, wenn ihr euch das mal anguckt, irgendwann mal in eurem Leben, muss man sagen, tolles Ding, was die Ägypter damals vor so viel tausend Jahren gebaut haben, aber eben nicht das Kinobild, was wir häufig in unsere Köpfe hinein bekommen. So, habt ihr noch Fragen dazu? Wie immer, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten abonniert meinen Kanal, nutzt die Playlist, guckt euch andere Videos an, nutzt YouTube in einem positiven Sinne, nämlich um eure Bildung und euer Wissen zu erweitern. Und ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal.